So, gucken wir uns doch mal an. Illegale Party eskaliert. Polizeieinsatz im Berliner Mauerpark. Ein Großeinsatz der Polizei in Berlin. Nein, das sind keine Fußball-Hooligans. Keine aus dem Ruder gelaufene Corona-Demo. Achtung, Achtung, hier spricht die Berliner Polizei. Eine Party von tausenden Jugendlichen in einem öffentlichen Park eskaliert komplett. Ziehen Sie Ihre Ausrüstung aus! Dann zeigen wir, wer der Mann hier bringt, ja? Es wird massiv Alkohol konsumiert. Das war aber Haram gerade, was ich da gesehen habe, Digga. Die Stimmung ist angespannt, teils aggressiv. Das Stern-TV-Team wird attackiert. Unterwegs mit der Polizei an einem Wochenende in Berlin. Berlin-Mitte am Freitag vor vergangener Woche. Butterfly, ja, meine ich ja, Butterfly. Es ist 18 Uhr. Wir begleiten eine Sonderstreife des Abschnitts 56. Erster Einsatzort ist der Weinbergpark direkt gegenüber der Wache. Hauptkommissar Andreas Biesenthal leitet den Einsatz. Dass wir uns erstmal aufs Alkoholverbot konzentrieren, erstmal ansprechen und niederschwellig die Leute dazu auffordern, dass sie eben sich an die Regeln halten. Ja. In Berliner Parks darf wegen Corona seit einem Jahr kein Alkohol mehr getrunken werden. Ja, gut, alles klar, Digga. Coole Regel. Doch bei traumhaftem Wetter, an einem Freitagabend, machen die meisten Menschen hier genau das. Ja, unabhängig davon, was da passiert, muss ich ganz ehrlich auch sagen, Digga, ich würde das auch nicht sagen lassen, wenn ich noch Alkohol trinken würde. Ich sauf da, wo ich möchte, und es wäre mir völlig scheißegal, ob die Polizei da was gegen hat oder nicht. Das ist meine ehrliche Meinung, Digga. Also es ist absoluter Bockmist für mich. So wie dieser Mann. Wenn Sie vorhaben, Alkohol zu trinken, dann draußen außerhalb des Parks, genau. Oder in der Tüte? Nee, nicht in der Tüte, auch in der Tüte. Also du darfst vor dem Park Alkohol trinken und dich besoffen in den Park legen, aber du darfst das, was dich besoffen hat, nicht im Park trinken. Was für eine Zeitverschwendung wieder, solche Gesetze, Digga. Willkommen in Deutschland. Ja, vielen sehr Dank. Schön. Schönen Abend. Heute. Und man muss fairerweise aber auch sagen, es gibt ja so ein Sprichwort, niemand muss Polizist werden. Jemand, der dazu entscheidet, Polizist zu werden, muss leider auch solche Maßnahmen durchgreifen. Es gibt keinen moralischen Aspekt bei den Polizisten, ob sie das gut finden oder nicht. Sie sind ja der Arm des Gesetzes und sie müssen halt diese Gesetze durchgreifen. Ist es eher schwer, Besucherinnen und Besucher zu finden, die keinen Alkohol trinken. Viele haben Verständnis für die Ansprache der Polizei. You can also leave the park and there you can drink. Also ich meine, die sitzen und trinken dann Bier, okay? Das ist verboten durch Corona. Kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen, weil im alkoholisierten Zustand sind die Leute lockerer, haben weniger Hemmungen und können sich dann ja auch näher kommen. Kann man nachvollziehen, aber die Maßnahme ist, 100 Meter vom Park wegzugehen, sich das Zeug da reinzuknallen und dann darf man wieder zurückgehen und im Park chillen. Hä? Probleme sind die Flaschen, die vermehrt als Wurfgeschoss verwendet werden, laut Politik. Das wurde jetzt hier nicht gesagt, Digga. Es hieß, durch Corona darf man da kein Alkohol mehr trinken. Wurde jetzt nichts von Wurfgeschossen erzählt. Doch längst nicht alle. Sie können jetzt irgendwo ins Auto bringen, aber hier im Park darf kein Alkohol mehr sein. Ja? Die Frauen und Männer wurden bereits zum Verlassen des Parks aufgefordert. Ohne Reaktion. Auch jetzt haben Sie kein Einsehen. Der Ton wird rauer. Ich möchte mit Ihnen nicht diskutieren. Sie haben 5 Minuten zu gehen. Ja? Wir warten hier. Wir warten hier, bis Sie gegangen sind. Ja, dann los. Diesmal warten die Beamtinnen und Beamten, bis die Gruppe den Park verlässt. Diese Frau beobachtet die Szene. Ich finde das eine ganz merkwürdige Aufmachung hier einfach. Das ist eine ganz merkwürdige Aufmachung. Was ihr Argument ist, erfahren wir nicht. Das Alkoholverbot in Parks wurde vom Berliner Senat verhängt, weil alkoholisierte Menschen weniger auf Abstände achten. Auch diese Gruppe wird von... Ja gut, okay, aber dann sollte man prinzipiell Leute dort hinstellen mit dem Alkoholtester in der Hand. Dann machen wir nicht die 3G-Regel, sondern die 3B-Regel. Besoffen... Ja, der ist es. Okay. ...der Polizei angesprochen. Aber wofür impft man sich denn? Ja, das geht ja... Also es macht halt... de facto keinen Sinn. Dann ist komplett Alkoholverbot im Park und auch 0 Promille-Toleranz. Aber im Park kein Alkohol saufen, aus dem Park rausgehen, sich besaufen und wiederkommen, macht halt keinen Sinn, Digga. Nicht nur um den Infektionsschutz, sondern es sind jetzt einige einschlägige Straftaten. Und das ist typisch deutsch. Das ist eine Straftat?
Ich war noch nicht fertig mit Reden. Danke. Tut mir leid. Da wurden teilweise auch alkoholische Getränke, Glasflaschen, Bierflaschen als Wurfgeschosse verwendet, wo Personen verwetzt wurden. Und dementsprechend gehen wir jetzt präventiv hier vor. Immer wieder sind seit Beginn der Pandemie in Berlin Partys in öffentlichen Parks eskaliert. Erst Anfang August löst die Polizei eine Feier von über 2000 Menschen auf. 19 Polizistinnen und Polizisten werden verletzt. Auch deshalb hält Berlin am strikten Alkoholverbot fest. Darunter leiden natürlich auch die Parkbesucher, die nur ihr Feierabendbier trinken wollen. Verstehst du auch ein bisschen? Man setzt sich hier hin und zack, du wirst verwandelt wie ein Schwerverbrecher. Ja. Nach anderthalb Jahren Pandemie haben diese Studierenden nur noch einen Wunsch. Und man möchte einfach mal wieder ein bisschen Teil am Leben haben, aber man darf nicht. Was soll man denn machen? Recht hat er. Es hilft nichts. Die Gruppe muss den Park verlassen. Die Durchsetzung des Alkoholverbots ist auch für die Berliner Polizei nicht immer einfach. Das ist natürlich eine innerliche Zwickmühle, das muss man ganz ehrlich sagen. Für das Bedürfnis, jetzt bei dem schönen Wetter sein Bierchen mal im Freien zu trinken, ist das voll zu verstehen. Die Sonderstreife verlegt zum nächsten Einsatzort, dem James-Simon-Park gegenüber der Berliner Museumsinsel. Es ist der Park, in dem vor einem Monat fast 20 Polizisten verletzt wurden. Auch hier wird des Parks verwiesen, wer Alkohol trinkt, notfalls auch auf Englisch. Guten Abend. Park ist Alkoholverbot. Okay. In all parks in Berlin, alcohol is not allowed. Yeah? Die konsequente Durchsetzung des Alkoholverbots und die Präsenz mit starken Kräften zeigen im James-Simon-Park Wirkung. Heute bleibt es ruhig, auch nach Einbruch der Dunkelheit, wenn es am häufigsten eskaliert. Natürlich ist es so, wenn zu später Stunde sich das Klientel auch ein bisschen wandelt und der Alkohol auch mehr konsumiert wird, dann wird es auch zunehmend aggressiver und spätestens da ist dann massive Polizeipräsenz gefragt. Und hier eskaliert es noch am selben Abend. Es ist kurz nach 23 Uhr. Im Berliner Mauerpark feiern 3000 Menschen, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Es wird massiv Alkohol konsumiert. Flaschensammler haben Hochkonjunktur. Olaf Schaff ist da. Regeln hält hier niemand mehr ein. Anwohner beschweren sich wegen des Lärms. Körperverletzungen und Raubtaten werden gemeldet. Die Berliner Polizei entscheidet deshalb, die tausenden feiernden Menschen sollen den Mauerpark verlassen. Ganz in der Nähe, vor der Max-Schmeling-Halle, zieht die Polizei deshalb starke Kräfte zusammen. Lustig, wie freundlich der Polizist ist vor der Kamera. Das hatte damals einen Grund, warum es eskaliert ist. Kann nichts zu sagen, weiß ich nichts von, Digga. Maßnahme? Wer noch in den Park will, wird zurückgeschickt. Wir haben Abitur hinter uns, wir wollen natürlich feiern, ist ja klar. Wir wollten ordentlich feiern, aber leider wurden wir von den Polizisten zurückgewiesen. Naja, da wurde erzählt, dass sich Leute geschlagen haben. Diese jungen Frauen kommen aus dem Mauerpark. Eine ist so volltrunken, dass sie allein nicht mehr laufen kann. Einer der Polizisten spendet seine Wasserflasche. Nach ein paar Schlucken geht es weiter. Die hat mir mit Sicherheit noch gekotzt. Für die junge Frau ist diese Partynacht ganz sicher beendet. Nicht für die Polizei. Also davon distanziere ich mich auch ganz klar. Ich habe mich zwar am Anfang dafür mäßig stark gemacht, dass die Leute da in Ruhe ihr Bierchen saufen sollen. Dieses Hardcore-Besaufen wie das hier kann ich euch nur von abraten. Mal zum Feierabend Bier hintrinken oder auch mal zwei ist die eine Sache. Besser auch ohne. Digga, das ist ganz schlimm. Nicht für die Polizei. Kräfte aus 3 Einsatzhundertschaften sind inzwischen eingetroffen. Dazu eine Hundestaffel. Oh, ein Feini, guck mal hier zu Papi. Ein Polizeihubschrauber unterstützt aus der Luft. Auch mir's uncool, finde ich. Oh, Bruder, Rohat, ich sag dir ehrlich, ich würde es richtig feiern und ich sag's jetzt einfach so, Digga. Ich würde es viel mehr feiern, wenn Alkohol trinken richtig uncool und verpönt wäre. Reden wir jetzt einfach mal. Im Idealfall, Kiffen viel cooler und anerkannter wäre, wenn das Gras auch legal beim Vaterstaat zu erwerben wäre
Und ich rede nicht von dieser gestreckten Scheiße. Ne, Rohat, das fühlst du ja auch mit deinen roten Augen, ne? Hä, was war krank? Yeah. Ich glaube, es wäre schon, also es wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Gras einfach nur legalisiert werden würde. Wie viele Kollegen kenne ich, die wegen Grasrauchen verurteilt worden sind, weil sie mal einen Grammy auf Tasche hatten oder mal am Steuer erwischt worden sind, weil sie einen Tag vorher gekifft haben und auf Krampf aufhören mussten, aber Suchtmenschen waren und das ist natürlich nichts Gutes und dann aber Suchtverlagerungen und sind Alkoholiker geworden. Und ich kann euch eins sagen, Alkoholiker zu sein ist, also Hardcore oder schlimmer Alkoholiker zu sein, ist schlimmer als regelmäßig Ganja zu rauchen. Letzte Besprechung. Dann beginnt der Einsatz. Achtung, Achtung! Hier spricht die Berliner Polizei. Wir fordern alle Personen auf, unverzüglich den Park zu verlassen. Die Polizei bildet eine Kette. Räumt den Park, treibt die Feiernden in Richtung Ausgang in der Bernauer Straße. Ja, Mann! Ein Haufen Jugendlicher, 2.000-3.000 Leute, die einfach nur saufen, Party machen wollen und die Polizei will sie vertreiben. Also das hätte man auch vorher wissen können, das eskaliert. Wenn Menschen, egal ob jung oder älter, Alkohol getrunken haben, kriegen die Eier aus Stahl. Auch ich hatte das früher. Dieser Mann will in die entgegengesetzte Richtung. Nur in diese Richtung. Tut mir leid, mache ich eine Ausnahme und will jeder ein. In unserer Geschichte wird er noch eine besondere Rolle spielen. Er gehört zu dieser Gruppe junger Männer. Wir fragen, was sie von dem Einsatz halten. Ich find's voll scheiße eigentlich. Warum? Wir wollen feiern eigentlich. Was wollen die denn, wo wir Party machen? Wir wollen Mütter ficken, Digga. Die Stimmung ist angespannt, teils aggressiv. Dieser junge Mann spielt mit einem Messer. Offenbar ein Butterfly, das als Waffe gilt und verboten ist. Auch er hält nichts von dem. Ja, da merkt man halt einfach, nicht böse gemeint, Jungs, falls ihr das einfach mal seht, da merkt man halt, dass ihr noch grün in den Ohren seid. Erstmal die Gruppenbildung mit euch. Er sagt, er will Mütter ficken, ist ja cool, um vor den Jungs krass dazustehen. Alle kann ich verstehen. Aber dann mit einem Gegenstand vor Kamera und vor einem Publikum von Polizisten zu spielen, denn das Ding. Ein Butterfly ist illegaler Waffenbesitz und da gibt es eine harte Strafe für. Das kann teuer werden. Und es ist wirklich selten dumm, damit zu flexen vor Kamera und Polizisten, die das vielleicht nicht gesehen haben, aber das Risiko einzugehen, das ist eine Vollidiotenaktion. Polizeieinsatz. Wisst ihr, was das kostet, ein Helikoptereinsatz? Weil ich eine Jugendliche feiern? Dann beginnt er, die Beamten zu beleidigen. Seid ihr 50 Jahre alt, weg oder was? Ich bin nackt auf die Welt gekommen ohne Maske, ja? Ja, wie ein erwachsener Mann, wie Adam ist. Jeder ist nackt auf die Welt gekommen. Was ist das für eine Geschichte, Bruder? Wen interessiert die? Der Polizist ihm gegenüber bleibt ruhig, sagt aber klar, was er von ihm hält. Ja, aber Sie tun doch nur Ihren Job. Kein erwachsener Mann. Ich sehe von mir noch ein Kleinkind, was trotzig ist. Huch. Kurz mal die Ehre genommen, auf eBay Kleinanzeigen gestellt und verschenken reingemacht. Eskalierende Partys gibt es nicht nur in Berlin. In diesem Sommer kommt es in vielen deutschen Großstädten zu Ausschreitungen. In Hamburg zum Beispiel. Aber auch in der Innenstadt von Stuttgart. Das haben wir alle mitbekommen. Oder wie hier in Kiel. Ja, man ist so eine zwiegespaltene Meinung bei mir. Natürlich sollen sich eigentlich alle daran halten, so was die Maßnahmen angeht, damit wir alle wieder bald normales Leben haben. Zumindest damals war es ja auch noch so, dass da war ja noch nicht mit Impfpflicht und so eine Strategie. Andererseits, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass die gerade das jüngere Publikum einfach, Digga, nicht mehr zu Hause sitzen will und rausgehen möchte und ein bisschen was leben möchte, weil das Leben ist da, um es zu leben. Das ist so eine zwiegespaltene Meinung. Weil viele Clubs geschlossen sind oder nur für Geimpfte oder Genesene offen stehen, feiern. Bist du geimpft? Nein. Viele Jugendliche in den Parks. Wie hier im Mauerpark Berlin. Das Ding ist, wir haben keine anderen Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, um irgendwie Spaß zu haben in unserem Alter, jetzt uns wird alles verwehrt, ist in irgendwelche Parks zu gehen. Es ist Wochenende, wir hatten zum Beispiel die ganze Woche Arbeit oder Schule. Und jeder will hier zum Beispiel feiern, weißt du? Ich finde das einfach richtig dumm. Das ist schon berechtigt, dass sie gerade hier alles räumen. Aber wir wollen trotzdem irgendwie unsere Jugend noch ein bisschen genießen. Ich meine, es sind viele jetzt gerade geimpft, deswegen ist es moralisch vertretbar. Man kann sie verstehen, die war ja auch vernünftig. Also wenn die da am Saufen sind, die Polizei kommt und sagt, die sollen gehen, dann sollen sie halt gehen. Dann fangen unsere Kameras diese Rangelei mit der Polizei ein. Hast du da eine
mehr anmachst mit dir, Mann. Es ist. Und ich kann eine Sache sagen aus eigener Erfahrung. Zu 95%, zu 99% wirst du immer den Kürzeren gegen die Polizei ziehen. Du wirst immer der Loser in der Situation sein gegen die Polizei. Du wirst nicht als Gewinner aus der Situation gehen, wenn du dich gegen die Polizei stellst. Also in den seltensten Fällen kommst du da als Mann raus. In den meisten Fällen kommst du da als Mädchen raus. Den Park in die falsche Richtung verlassen wollte. Seine Laune ist jetzt offenbar am Tiefpunkt. Er attackiert unseren Kameramann. Für die umstehenden Polizisten ist damit endgültig die rote Linie überschritten. Ja. Ich bin doch ruhig, ja, Bruder. Es ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Du wirst immer den Kürzeren gegen den Bullen ziehen. Ist es so, Digga. Jetzt warst du für 2 Minuten cool und ich war auch mal früher so. Ist ja nicht so, als wenn ich sowas, also als wenn ich nie missgemacht habe. Und natürlich distanzieren wir uns von dem beleidigenden Wort, kann ich jetzt nichts gegen machen, aber davon distanzieren wir uns. Kommt alle her, egal wen ihr liebt, ob ihr homosexuell seid, ob ihr Frauen liebt, Männer liebt, als Frau, Frau, als Mann, Mann oder irgendwas anderes. Solange ihr euch nicht strafbar macht und niemanden schadet, seid ihr alle willkommen, kommt her. Komm, gib mir einen dicken Kuss. Egal. Wen, was du liebst. Ihr seid hier alle willkommen. Ihr seid hier alle willkommen. Die Flucht misslingt. Der Mann ist jetzt ziemlich kleinlaut. Das ist halt aber das, was ich meine. Man denkt, man kann einen auf dick machen vor der Polizei und weglaufen. Und am Ende, Digga, wenn ihr 5 Knie im Nacken reindrücken und du Handschellen angelegt bekommst, dann möchtest du ganz schnell eigentlich wieder aus der Situation raus und dann kommt nämlich das raus, was er gerade macht. Ich bin doch ruhig, was habe ich gemacht? Beamte in Zivil haben ihn zu Boden gebracht. Seine Freunde beobachten die Szene. Bruder, wir sind hier! Ja, am Ende liegt er da natürlich alleine, Digga, und keiner seiner Jungs hilft. Ah, ich habe jetzt nichts gegen Polizei, guck mal, ich habe jetzt nichts gegen Polizei, aber ist das gerade voll scheiße, was gerade machen? Nein, überhaupt nicht. Sorry. Überhaupt nicht. Es ist eine ganz offensichtliche Sache. Wenn du nach einem Kameramann schlägst, der dort drehen darf und nach ihm schlägst, dann ist es keine doofe Sache. Das ist ein Angriff. Und dann, Digga, Aktion, Reaktion, Brudi. Der Mann wird verhaftet und kommt in den Polizeigewahrsam. Und das alles, Bruder, weil er in die falsche Richtung gehen wollte und einen auf dicke Hose machen wollte vor seinen Jungs, weil er vielleicht ein klein zu viel getrunken hat. Die Nacht verbringen. Um 0.25 Uhr ist der Mauerpark geräumt. Das Problem? Einige hundert Menschen haben sich jetzt an der Bernauer Straße versammelt, weigern sich nach Hause zu gehen. Nun ist auch die letzte Geduld der Berliner Polizei am Ende. Sie schaltet in den robusten Modus. Und lieber Livestream-Chat, ich kann euch eins sagen, ich rate euch davon ab, egal wie stark ihr seid, egal wie heftig ihr euch fühlt, einen 1 gegen 1 bzw. einen Bullen zu schlagen, sich auf eine Schlägerei einzulassen. Ihr habt meines Wissens erstmal schusssichere Westen noch an, plus einen Helm. Also egal wie du darauf klopfst, das tut dem halb, nicht mal halb so doll weh, wie die Faust, die er dir geben wird. Hattest du mal eine Auseinandersetzung 1 gegen 1? Nein, Digga. Ich hatte mal ein kleines Gerangel, dies, das, aber ich wusste, ich war schlau genug. Ich wusste, okay, hier ist jetzt Stopp. Jetzt macht die Arschbacken auseinander, lass dir einen reindrücken, auch wenn es dir nicht gefällt. Es gibt nur einen Gewinner in den meisten Fällen, wenn du eine Auseinandersetzung mit dem Bullen hast. Und so mancher, der sich ganz stark fühlt, stellt fest, dass es eben immer noch jemanden gibt, der stärker ist. Ja. Und der große Unterschied ist, keiner von den Bullen ist besoffen. Die sind alle top durchtrainiert, haben alle Bock auf eine Schlägerei. Das muss man einfach sagen, die Bullen haben auch Bock auf die Schlägerei. Die sind alle stocknüchtern, Digga, und voll auf Kacke. Und die meisten da sind angesoffen. Und bevor die irgendwas machen, haben die schon 2 Dinger sitzen. Und auch er ist wieder da. Die Beamten sind nun endgültig genervt. So, hau jetzt ab, Mensch. So reden Sie mit mir? Na ja, natürlich. Ich sag auch noch gleich was anderes. Also hau jetzt ab, Mensch. Antworten Sie auf meine Frage. Der Mann gerät immer mehr in Rage. Ich mach Kampfsport. Ja, ich mach Kampfsport. Ja, MMA. Ja. Was ist los? Ich kann springen. Ohne Ausrüstung springe ich. Ohne Ausrüstung springe ich, ja? Ohne Ausrüstung springe ich, ja? Vor Wut wirft der Mann seine Getränkedose weg. Sie trifft seinen Begriff. Das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Er haut einfach seinem Kollegen Ding. Beste Leben, Digi. Weiter am Kopf.
Schließlich sieht es so aus, als ob er dem Polizisten der Einsatzhundertschaft einen Kampf anbietet. Ziehen Sie Ihre Ausrüstung aus! Ja. Dann zeigen wir, wer der Mann hier bringen ist, ja? Und ich kann euch einstellen sagen, der liegt am Boden und heult. Eine ganz schlechte Idee an diesem Abend. Die Beamten bringen ihn zu Boden und nehmen ihn fest. Da kannst du auch 20 Jahre MMA machen, Digga. Da kannst du auch 100 Jahre MMA machen, Digga. Damit endet der Polizeieinsatz im Mauerpark. Eine Freitagnacht im Sommer 2021. Was lernen wir daraus, Chat? Auch wenn einige von uns sich nicht gerne was von der Polizei sagen lassen möchten, und das kann ich auch nachvollziehen, am Ende macht das, was die sagen. Und denkt nicht, ihr habt dickere Eier als die Bullen. Und am Ende wär's auch kein Bock auf Kopfschmerzen, Digga. Wenn der Bulle sagt, geh in die Richtung, was willst du mit dem 10 Minuten labern? Weil du einen gesoffen hast, deine Kollegen sind um dich herum, du willst eine auf dicke Eier machen? Es bringt dir nur Kopfschmerzen. Es wird dir nur Kopfschmerzen bringen. Sei weise, denn Onkel Monte sagte jetzt, du bist weise, wenn du einfach gehst.